Willkommen Leute zu einer neuen Folge der Saarbrücken-Karriere und ja, nach langer Zeit endlich mal wieder ein Heimspiel. Hatten wir jetzt echt schon lange nicht mehr und ja, es geht gegen Nürnberg, die sind auch knapp hinter uns in der Tabelle, also hätten mit einem Sieg auch definitiv noch Chancen auf die Aufstiegsplätze und ja, mit dem Sieg wären wir nur noch 2 Punkte weg von Düsseldorf. Ja, das soll jetzt natürlich das Ziel sein, dieses Spiel hier zu gewinnen. Lief in der letzten Folge eigentlich sehr gut. 2 Siege, 2 ja auch noch relativ deutliche Siege. Auch in der Simulation, glaube ich, nur ein Unentschieden letzte Folge. Ja, mal schauen, ob das diese Folge genauso gut weitergeht. Das ist jetzt vielleicht die erste Chance für uns mit Teguia. Ja, der bleibt da sogar noch am Ball, spielt ihn dann in die Mitte und dann fälscht der Verteidiger den Ball noch ab. Oh Mann, Mann, Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da noch durchkommen, aber. Ja, jetzt vielleicht gleich mal die nächste Chance. Nee, der Pass kommt leider auch nicht an. So, gibt jetzt einen Freistoß für Nürnberg kurz vor der Halbzeitpause. Ball kommt rein und raus. Ja, jetzt könnte der Schiri eigentlich abpfeifen. Jawohl, jetzt haben wir den Ball. Jetzt sollte der Schiri auch abpfeifen. Jawohl, jetzt pfeift er hier zur Pause. Ja, eine etwas chancenarme erste Halbzeit bis jetzt. Also noch nicht viele Chancen auf beiden Seiten. Viele Schüsse einfach aus der zweiten Reihe, die ja auch leicht abgefälscht waren immer oder auch die Verteidiger was dann blocken konnten. Und ja, jetzt rein in den zweiten Durchgang. Mal schauen, ob hier noch wer ein Tor oder zwei machen kann. Oh, jetzt hier der Ball durch auf Schwarz. Oh, der trifft nicht. Der Keeper kann das noch parieren. Oh, das wäre die beste Chance bis jetzt gewesen im zweiten Durchgang. Oder war die beste Chance bis jetzt in diesem Spiel, hier ein Tor zu machen. Oh, Florian Wirtz wechselt zu Manchester United. Sieht man da oben gerade. Aber jetzt kommen hier die Nürnberger nach vorne. Ja, aufpassen. Jetzt werden die hier vielleicht zum Schuss kommen. Ja, wir halten sie noch gut weg. Jetzt der Ball rüber und dann ist da der Keeper. Aber dann der Nachschuss ist drinnen. Ah, Mann, Mann, dann machen sie das Tor. Wer war es? Köpke war es mit dem 1-0 in der 56. Minute. Ah, da, ja. Könnte ich den Ball einfach bunt zuspielen und dann, ja, der Abpraller dann genau bei Köpke natürlich. Und der, ja, muss den Ball dann nur noch einschieben, während der Keeper am Boden liegt. Das ist hier vielleicht die Chance für uns. Da sind wir mal frei durch. Jetzt der Pass dann zurück und dann ist es nicht das Tor, aber abköpft den Ball dann doch noch rein. Boah, da hatte ich schon gedacht, die Chance ist vorbei. Aber da kommen wir dann nochmal ran. Ja, genau wie Nürnberg kriegen wir den Abpraller, der was dann am Ende zum Tor führt. Ja, bei uns war es halt nicht Köpke, sondern dann ab. Hier schöne Vorbereitung von Stein und dann, ja, der Abpraller gerade so vor Verteidiger kommt er noch ran und kann ihn dann ins lange Eck köpfen. Damit jetzt hier wieder alles offen. Jetzt hier der lange Ball auf Ab, der kommt sogar an. Ab, boah, will dann in die Mitte zu Schwarz spielen, aber der Ball wird ihm, ja, abgenommen. Das wäre echt gefährlich geworden, aber es gibt nochmal Einwurf aus einer gefährlichen Position für uns. Ja, da müssen sich jetzt hier auch mal Leute in der Mitte anbieten. Ja, der passt durch auf Stein. Sehr gut, jetzt Ab wieder und jetzt Ab mit dem Doppelpack zum 2:1. Boah, ganz, ganz wichtig. 72. Minute, Ab dreht das Spiel hier praktisch im Alleingang. Ja, das kann man mal so machen. Hier der Ball durch auf Stein, ist super gemacht. Und dann, ja, mit ein bisschen Risiko in die Mitte gespielt. Aber Ab kommt dran und dreht jetzt hier das Spiel. Ja, nicht einmal 10 Minuten, ich glaube 7 Minuten oder sowas, drehen wir hier locker das Spiel. Und ja, mal schauen, ob die Nürnberger jetzt hier noch zurückkommen. Und jetzt gibt es erstmal eine rote Karte für Geist. Auch gut. Jetzt sind sie hier sogar noch in Unterzahl für die letzte Viertelstunde. Also, ja, bis jetzt läuft alles hier für uns. So, jetzt vielleicht die Chance nochmal für uns. Oh, und dann kommt der Pass da nicht durch. Jetzt sind es ja nur noch 5 Minuten zu spielen. Das sollten wir hier eigentlich locker irgendwie durchhalten können. Ah, kommen jetzt sogar nochmal an den Ball, aber verlieren ihn dann wieder. Also, ja, wir haben hier auch definitiv Chancen, noch hier das nächste Tor zu machen und dann die endgültige Entscheidung hier zu holen. Jetzt kommt ja aber nochmal Nürnberg nach vorne.
Aufpassen, Ball in die Mitte, aber den können wir dann klären. Jetzt ist die Nachspielzeit sogar schon vorbei und dann verlieren wir den Ball nochmal. Der Schiri lässt das nicht mehr laufen. Der Schiri pfeift ab. Damit gewinnen wir jetzt hier 2:1 gegen Nürnberg und holen damit den nächsten Sieg. Ja, waren auch die bessere Mannschaft, hatten deutlich bessere Chancen, auch mehr Chancen und ja, sind damit jetzt verdienter Sieger und nur noch 2 Punkte am Relegationsplatz weg. So, jetzt geht es gegen Heidenheim in der Simulation. Das sollte eigentlich auch wieder ein Sieg werden. Ja, wollten wir gewinnen. 3:1. Stein mit einem Doppelpack und Schwarz treffen. So, jetzt im nächsten Spiel in der Simulation geht es gegen Aue. Die sind ziemlich in der Mitte von der Tabelle und wir gewinnen dann noch mit 4:2 ab mit einem Dreierpack und Kerber mit den Toren. Also ab richtig on fire. So, und endlich haben wir es jetzt auch geschafft, Sommer zu verleihen. In der letzten Folge ging das ja nicht. Da kam jetzt diese Folge nochmal ein Angebot rein. Das haben die dann aber auch wieder nicht angenommen. Und ja, jetzt kommen wir aber endlich mal hier auf einen Transfer. Und ja, der wird uns im Sommer dann verlassen für ein Jahr. So, jetzt sind wir angekommen beim Spiel gegen Ingolstadt. Und ja, da spielt schon unser Ex-Spieler Hawkins, spielt da. Der heißt sogar Stammspieler mittlerweile auf dem linken Flügel. Und ja, wir werden jetzt reingehen in die Simulation. Steinkötter darf spielen. Der hat sich beschwert, dass er zu wenig spielt. Der muss jetzt in nächster Zeit ein bisschen mehr spielen. Und ja, mal schauen, was das wird. Es wird ein 2:0 Lamptey und Stein treffen. So, jetzt sind wir angekommen beim Spiel gegen Kiel. Gegen die haben wir schon in der letzten Folge gespielt. Deswegen müssen wir das nicht wieder spielen. Und es wird ein knapper 1:0 Sieg. Ab mit dem Tor. So, und jetzt sind wir angekommen beim zweiten selbstgespielten Spiel für diese Folge. Es geht gegen Darmstadt 98. Und ja, die sind auch in der oberen Tabellenhälfte mit, ja, die schielen auch so ein bisschen auf die Aufstiegsplätze, aber sind auch schon ein bisschen weiter weg. Und ja, wir sind mittlerweile auf dem dritten Platz. Also wir sind oben angekommen. Und ja, wir wollen jetzt natürlich mit einem Sieg gegen Darmstadt auch versuchen, da oben zu bleiben. Und da sind wir auch schon in Darmstadt, dürfen wir spielen bei bestem Fußballerwetter. Und ja, 26. Spieltag sind wir mittlerweile schon. Also ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir diese Saison beenden. Und ja, ihr könnt auch schon gerne mal ein paar Vorschläge für Transfers sammeln. Also ja, grundsätzlich, wenn ich jetzt so spontan überlege, vielleicht einen neuen Rechtsverteidiger, weil Kurt auch schon, glaube ich, am Ende von seinem Potenzial angekommen ist und mit einer 70 auch mittlerweile der Schwächste ist und vielleicht noch ein Sechser, weil wir da auch Lamptey haben, der noch keine 70er Gesamtstärke hat. Und ja, dann, keine Ahnung, spontan fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, aber da können wir dann am Ende der Folge nochmal ein bisschen darüber reden. Also die erste Chance für uns. Pass von Stein auf ab. Und unser Top-Torjäger ist nicht zu stoppen. Und es ist schon wieder so, dass wir nicht einmal nach 10 Minuten führen. Das war jetzt schon in den letzten 3 oder 4 Spielen. Gefühlt war das jetzt so, dass wir immer nach knapp 10 Minuten in Führung gehen. Also wir sind sowas wie die Frühstarter der Liga. Und vor allem, ja, ab 20. Saisontor jetzt mittlerweile schon in den 25 Spielen, die er gespielt hat dieses Jahr. Also, das läuft richtig gut bei ihm. Und ich hatte ja auch schon gesagt, er muss dieses Jahr schon so 20, 25 Tore machen. Also, ja, das Ziel hat er jetzt erfüllt. Mal schauen, ob wir ihn hier noch in die Nähe der 30 Tore bringen bei noch, ja, fast 10 Spielen, die was sind. Also, ich glaube, mit diesem Spiel müssten es jetzt insgesamt noch 8 Spiele sein. So, jetzt hier die nächste Chance für uns. Wieder mit ab, frei vom Keeper und ab mit dem 2:0. Nicht mal 20 Minuten gespielt, ab mit seinem Doppelpack. Ja, der hat sich diese Saison auch schon um 3 Punkte gesteigert und dessen Potenzial sollte am Ende dieser Saison nochmal ordentlich nach oben gehen, wenn der jetzt vermutlich Top-Torjäger in der zweiten Liga wird. Also, ja, das ist eine richtig gute Saison bis jetzt für ihn. Jetzt ein 21. Saisontor, logischerweise schon. Und ja, also wie gesagt, am Ende, dass der hier auf 30 Tore kommt, halte ich nicht für ausgeschlossen und holt sich jetzt hier gleich mal den Ball. Jetzt bedienen wir ihn mit dem langen Ball Schwarz, aber der kommt nicht durch. Aber wir bleiben hier in Ballbesitz. Jetzt Ball durch und dann ist der Verteidiger noch bei Mann. Und jetzt hier der Ball auf Außen zu
Teguia, der muss jetzt aber noch warten, bis da wer in die Mitte mit reingelaufen kommt. Und dann, oh, der sollte auch eigentlich auf Schwarz gehen, der was da gerade in den Strafraum reingelaufen kam und nicht auf Ab. Das wäre dann noch gefährlicher geworden. Oh, also hier beinahe wir mit dem 3 zu 0. Also die nächste Chance für uns, dieses Mal mit Stein. Der kommt sogar noch zum Schuss und macht das 3 zu 0. Ich hatte schon Angst, dass der Keeper da vor ihm an den Ball kommt. Aber ja, Stein kommt da an den Ball ran und macht dann hier das 3 zu 0. Ja, es müssen auch mal andere treffen und nicht immer nur ab. Jetzt Stein hier mit dem Tor. Oh, also hier super Solo über den, ja, viertelten Platz, gefühlt fast den halben Platz. Und ja, dann ganz cool ins lange Eck. Damit ist es kurz vor der Pause das 3-0. Also ja, ich denke mal, den Sieg sollten wir uns hier eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Und ja, jetzt ist Pause. Da gehen wir hier mit dem entspannten 3-0 in die Pause rein. Und ich würde auch mal sagen, jetzt können wir hier ein bisschen rotieren. Und zwar Greuß kommt rein, Sommer darf rein und auch Steinkötter darf rein. Die drei bekommen jetzt auch mal ein bisschen Spielzeit, weil wenn man 3-0 führt, dann kann man auch mal, ja, die wichtigsten Leute rausnehmen. Und jetzt Darmstadt hier mit dem Anschlusstreffer zum 3-1, ja, 10 Minuten nach Wiederbeginn. Da spielen wir hier einen so schlechten Pass und dann kommt der Ball zurück und dann, ja, ist das natürlich auch keine Aufgabe mehr, den komplett frei vom Keeper einzuschießen für Tietz. Und ja, damit machen die Darmstädter es jetzt hier vielleicht nochmal spannend. Und wenn wir so weiterspielen, dann kommen die ja auf jeden Fall noch zu weiteren Gelegenheiten. Na, dann können wir uns den Ball jetzt nicht holen, aber dann, oh, spielen wir wieder im Strafraum einen Fehlpass. Jetzt ist das 3 zu 2. Jetzt kassieren wir innerhalb von 3 Minuten 2 Tore. Beide Mal, ich glaube, ja, aber auch wieder Tietz, so wie es aussieht. Oh Mann, ey, jetzt geben wir hier einen sicher geglaubten Vorsprung hier schon wieder her. Auch durch so wieder so einen schlechten Pass da vom Mann mit der Nummer 5. Ja, jetzt wird das hier auf jeden Fall nochmal spannend in der letzten halben Stunde. Was für uns mit Teguia, der ist schnell und wird dann da gelegt. Und das, ja, muss auf jeden Fall eine Karte geben da für Müller. Jetzt mal schauen, den Freistoß, den hauen wir jetzt einfach mal nach vorne. Oh, da war Stein, aber der kommt da nicht zum Kopfball. Mal schauen, bringen wir den Ball jetzt hier nochmal rein. Ja, sieht gut aus auf Sommer und der auch wieder nicht mit dem Tor. Jetzt schon die zweite Chance für ihn, aber beide Male der Ball nicht drinnen. Jetzt die Ecke, aber die, ja, ist dann doch zu nah aufs Tor gezogen. So, jetzt hier vielleicht die nächste Chance für uns mit Teguia, der da gegen zwei Verteidiger bleibt dann da aber am Ball. Dann der Ball in die Mitte auf Stein, der probiert's, aber dann wird sein Schuss geblockt und dann holen wir uns den Ball hier wieder zurück und dann verlieren wir den. Aber Sommer holt sich den Ball, trifft nicht und Steinkötter trifft auch nicht. Oh, das wäre jetzt eigentlich die perfekte Möglichkeit gewesen, hier das vierte Tor zu machen. Jetzt die Ecke und auch die geht nicht rein. Also, wenn wir jetzt noch den Ausgleich kassieren sollten, wäre das halt richtig bitter für uns, weil wir jetzt auf jeden Fall die Chancen hatten, hier noch das vierte zu machen. Jetzt kommen die Darmstädter hier aber nach vorne und den Pass können wir nicht abfangen und dann war das auch abseits. Puh, also das hätte jetzt nochmal gefährlich werden können. Und ja, jetzt Nachspielzeit. Wie lange gibt es noch? Ja, eine Minute, die ist jetzt um. Und ja, damit gewinnen wir 3 zu 2. Darmstadt reichen 3 gute Minuten nicht, um hier einen Punkt gegen uns zu holen. Und ja, wir dank einer überragenden ersten Hälfte weiter. Man sieht auch schon, also trotzdem am Ende waren wir dann doch die klar bessere Mannschaft. Hätten auch kurz vor Schluss auf jeden Fall noch das vierte Tor machen können und sind auch der verdiente Sieger. So, und hier sind wir angekommen beim letzten Spiel dieser Folge. Es geht gegen Paderborn. Ja, wenn wir das spielen würden, würde ich so nie im Leben mit den Trikots reingehen. Dunkelblau gegen ein noch dunkleres Blau. Und ja, jetzt in der Simulation gibt es einen entspannten 3 zu 0 Sieg. Ab trifft natürlich auch wieder. Ja, das war auch wieder eine sehr erfolgreiche Folge für uns. So, und jetzt sind wir auch schon angekommen beim Ende der Folge. Und ja, wenn man auf die Tabelle schaut, die letzten zwei Folgen haben uns mächtig nach oben katapultiert. Wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Folgen knapp 10 Spiele gemacht oder 11, sowas rum, vielleicht auch 12. Und ja, wir sind von Platz 11 oder 12, was wir waren, auf Platz 3 vor, sind jetzt auch nur noch 3 Punkte hinter Union und sogar der Meistertitel ist jetzt noch nicht mehr so groß außer Reichweite. Es sind nur 8 Punkte bei
noch 21 zu vergebenden. Und ja, in der nächsten Folge spielen wir dann gegen St. Pauli und dann noch gegen Union werden wir auch noch spielen. Die müssen wir auch gegen Ende der Saison nochmal spielen. Ja, wobei, ich glaube, es sind ja auch noch nur so 3 oder 4 Spieltage, bis die dann kommen. Und ja, das Manager-Rating ist ein bisschen nach unten, obwohl wir in der Tabelle deutlich nach oben gekommen sind. Aus einem einfachen Grund, und zwar Steinkötter und Kurt, die wollen weg. Ja, bei Kurt ist es so, der wollte einen neuen Vertrag, aber hat das nicht gesagt, sondern auf einmal war einfach sauer, dass wir ihm keinen gegeben haben. Ja, wir hätten das einfach wissen sollen, dass der einen neuen Vertrag will. Also ich habe auch die Spielernachrichten angeschaut, da war nichts, dass er sich beschwert hat. Und ja, deswegen will der jetzt weg und Steinkötter will weg, weil der hat irgendwie als Rolle wichtig oder irgendwie sowas, weil als wir dessen Vertrag verlängern mussten, war es halt so, dass Arp nicht viel besser war als Steinkötter. Deswegen, ja, meinte Steinkötter, dass der auf jeden Fall das Potenzial hat, Stammspieler zu sein. Und ja, jetzt beschwert er sich natürlich deswegen, dass er kein Stammspieler bei uns ist. Und ja, muss ich mal schauen. Also Kurt wollte ich eh nächste Saison upgraden und Steinkötter, da haben wir einen verliehenen Stürmer, der auch noch jünger ist und ein besseres Potenzial hat. Also ja, die könnten wir theoretisch ersetzen. Also ich denke mal, ich werde die beide sogar noch im Laufe dieser Saison dann verkaufen und halt ein Angebot annehmen. Wenn eins reinkommt, bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Und ja, so bezüglich Transfers, also wie gesagt, Kurt wird vermutlich ein Upgrade bekommen und Lamptey auch. Ist dann auch immer die Frage, ob wir aufsteigen oder nicht, aber so oder so, die zwei sind halt die Schwächsten, deswegen sollten die auf jeden Fall ein Upgrade bekommen. Und wenn das Geld dann noch reicht, dann vielleicht sogar noch einen neuen Innenverteidiger oder einen neuen linken Mittelfeldspieler für Lang oder Teguia dann. Wir müssen aber halt auch schauen, es sind noch fast 2 Monate Liga, da kann sich auch noch der ein oder andere verbessern, deswegen ja, müssen wir mal abwarten, aber so Rechtsverteidiger und Sechser sind vermutlich so die ersten Positionen, die was wir verändern im Sommer. Und ja, das war's dann auch hier von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao!